Guten Morgen, ich begrüße euch wieder ganz herzlich als eure Susanne Lorey. Ich freue mich wieder, dass ihr alle mit dabei seid und wir haben heute das Thema die Fehler der HSPler, der Empathen im Umgang mit toxisch-narzisstischen Konstellationen. Gut, warum habe ich euch denn das Thema heute gewählt? Weil ich der Ansicht bin oder der Überzeugung, ja, dass hochempathische Menschen oder gar hochsensible, ja, in der kommenden Zeit eine extrem große Rolle spielen werden. Ja? Und da will ich euch ein bisschen Handwerkszeug eben mit auf den Weg geben, wo wir stolpern können, wo wir Fehler machen können oder wo wir uns unter Wert verkaufen. Gut, bis vor wenigen Jahren hat man ja immer so ein bisschen gemeint, die Hochsensiblen, das ist so eine ganz eigene exotische Gattung, das sind so, die haben Verwandtschaftsgrad mit Mimosen, das sind Weicheier, die sind irgendwie nicht realistisch, die haben keinen Bezug zur Realität, sind furchtbar überempfindlich und sowieso ein bisschen seltsam. Jetzt weiß man aber inzwischen, und da ist die Forschung jetzt schon weiter, dass diese Art der Wahrnehmung, also das Leben wahrzunehmen, in den Bereich der Hochbegabung sogar geht. Also wer da Interesse hat, der kann sich ja da mal ein bisschen eingoogeln. Also da gibt es viel interessante Texte dazu. Und was ich euch damit beibringen will, ist, dass diese Hirnstrukturen, die wir haben, oder die Art und Weise, wie wir das Leben wahrnehmen, sehr, sehr förderlich sein kann für gesellschaftliche Vorgänge oder Strukturen, die zeitlich momentan auf uns zukommen. Jetzt vielleicht mal ein kleiner Einblick für die von euch, die sich damit jetzt noch nicht so beschäftigt haben. Ich habe das mal ein bisschen runtergebrochen auf drei Hauptpunkte, dass ihr so ein bisschen wisst, wo wir Hochsensiblen, also auf welchen Wegen wir wandern. Der erste Punkt ist, wir müssen uns das so vorstellen, dass wir hohe sensorische Begabungen haben. Wir fühlen, wir nehmen Sinnesreize oft anders und wesentlich stärker wahr. Das kann bei manchen von euch sein, dass ich stark Gerüche wahrnehmen, Bewegungen, visuelle Reize, Gefühle wahrnehmen können und das in einem sehr hohen Maße. Das geht sogar so weit, dass man manchmal das Gefühl hat, man kann die Stimmung eines Menschen lesen oder du gehst in einen Raum und du merkst, boah, da ist dicke Luft oder man hat so auch ziemlich klare Wahrnehmungen, was Menschen angeht bezüglich ihrer Echtheit, ihrer Authentizität, ihrer Wahrhaftigkeit. Der zweite Punkt ist, dass wir eine sehr gute Überschau haben. Was heißt das Ganze? Das heißt, wir können Puzzlesteine, Fragmente, Teile, die die Normalos so in ihren Zusammenhängen oft nicht erkennen, oft überschauend zusammenfügen zu dem Bild. Guck mal, das ist ja auch mein Job. Wenn ich zum Beispiel in Firmen rein muss, weil es da rappelt, weil irgendwie das Team nicht irgendwo miteinander funktioniert, dann ist eines meiner ersten Aufgaben, dass ich da gucken muss, wo ist der Pudelskern, wo ist der Hund begraben, ja, und muss dann gucken, was können wir für Schachzüge machen oder für Schritte, dass das Ganze sukzessive sich wieder aufeinander annähert. Und ich sage immer meinen Klienten auch, du musst dir das vorstellen, als HSPler, du bist da so, du wohnst auf einem Berg, ja, also unten wohnen im Tal die Normalos und dann haben wir einen Hang und da haben wir ein paar Bergbauern und HSPler, die sitzen meistens ein bisschen oben, also manchmal auch ein bisschen mit Einsamkeit verbunden und gucken ins Tal und sehen Straßenverläufe, sehen die Autos aufeinander zukommen, wir wissen ganz genau, wann welches Auto zu welchem Zeitpunkt das andere auf der Kreuzung trifft. Und Normalo, der jetzt unten steht, der sieht die Straße, der sieht ein Auto, der sieht rechts ein Haus und links den Baum. Und so müssen wir uns das so ein bisschen vorstellen. Das heißt, wir können oft Vorgänge erahnen, wahrnehmen oder Spielregeln, die überlegt sind, besser erkennen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt erheben will oder die HSPler oder Hochempathen in den Himmel loben will, aber es ist Fakt, dass die eine andere Wahrnehmung in dem Fall haben.
Und der dritte Punkt, der sehr auffällig ist, ist, dass wir sehr hohe Werte haben, also sehr ethisch verbunden sind. Wir haben einen hohen Gerechtigkeitssinn, sind sehr wahrhaftig, sind sehr liebend, fürsorglich, übernehmen Verantwortung. Also an sich sehr konstruktive, zumindest was Gesellschaft, was Familie angeht, sehr konstruktive Adjektiv, also Attribute, die normalerweise für ein gutes Zusammenleben wichtig sind. Gut, Macken haben wir allerdings auch dadurch, durch diese Hochsensibilität und dieses starke Wahrnehmen sind wir manchmal überfordert, das muss man ganz klar sagen. Also wir müssen uns auch zurückziehen dürfen, dass wir nicht überlagert sind von Sinnesreizen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass wir dadurch auch manchmal Probleme kriegen, weil unser Standard oder unsere Ethik oft nicht mit dem übereinstimmt, was wir im Außen sehen. Dadurch, dass die Konzentrationsfähigkeit natürlich auch über die Überforderung ein bisschen leidet, beobachtet man häufig, dass wir uns manchmal nicht so fokussieren können wie andere, beziehungsweise bei Kindern haben wir es häufig. Da ist dann der Verdacht auf ADHS oder ADS, obwohl man also eigentlich mehr in Richtung Hochsensibilität schauen sollte. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Warum bin ich der Überzeugung, dass HSPler und Hochempathen wichtig sind? Ich sage es euch ganz klar, weil wir in einem Zeitenumbruch sind. Ja, ich meine, da muss ich euch nichts zu sagen. Wir befinden uns in einem Polsprung. Die Werte verändern sich, die Zeitqualität verändert sich und HSPler sind von ihren hohen Werden in dieser Epoche, in dieser Zeitepisode extremst wichtig. Ja? Ganz einfach deswegen, weil die Zeit mit ihren immer mehr und immer höher und immer schöner und immer schneller, ja, einfach an ihrem Limit angelangt ist. Ja? Das ist, da ist die Grenze erreicht. Ja? Erstens mal, weil die Ressourcen erschöpft sind. Ich meine, ich brauche brauch ich euch mit Natur und Tieren und Umwelt und so weiter nichts mehr sagen, aber es ist ganz klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es ist ja auch so, dass sogar die jungen Leute auch wirklich hinterfragen, die werden immer bewusster auch und sagen sich, ja, was wollen wir denn mit dem ganzen Konsum? Wohin soll es denn gehen? Brauche ich das dicke Auto? Brauche ich das große Haus? Brauche ich diese ganzen Prestigeobjekte? Ja? Also hier ist ein ganz großes Hinterfragen im Gange. Und drittens ist es so, dass, ja, das merkst du vielleicht auch bei dir selber, dieses Täuschen, Manipulieren, Betrügen, mit Listen ans Geld des anderen kommen, es steht einem einfach bis da. Ja? Man hat einfach da keinen Bock mehr drauf, dass hier gesellschaftlich oder auch in deiner Familie oder sonst wie das Lüge und Betrug und Täuschung das Nonplusultra ist. Und dieses Sammelsurium führt praktisch dazu, dass dieses Extrem einer hochnarzisstischen Gesellschaft oder Zeitform hier vom Pendel her wieder rübergerissen werden muss. Und da setze ich jetzt an. Ich glaube, dass hochempathische Menschen, die diese Werte auch sehr hoch ansetzen, quasi das Pendel nach drüben verschieben können. Das ist ja so wie, guck mal, wenn du jetzt Säure hast, was musst du dazugeben? Du musst das Komplementär dazugeben, du musst eine Base zugeben im gleichen Maß, damit es gesunde, damit es neutral wird. Oder du kennst ja auch in Mathe den Zahlenstrahl, da war in der Mitte die 0. Und wenn du im Minus-3-Bereich bist, musst du natürlich Plus-3 zufügen, also auch hier wieder diese Pendelbewegung, um in das Gesunde, in die Mittigkeit, in diesen neutralen Bereich zu kommen. Und da sage ich euch ganz klar, sind hochempathische Menschen gefragt, weil die zur Gesundung einer Welt beitragen können. Also wenn die Welt ein System ist, wie ein Körper auch, sind empathische, tieffühlende, gütige, liebende Menschen die Heilung, die Resilienzfähigkeit und quasi das Immunsystem, das hochfahren muss, um ein krankes System wieder ins Gleichgewicht zu kriegen.
Gut, was ist aber jetzt das Problem dabei? Und jetzt gucken wir mal, also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, das sind Fehler, aber es sind Defizite bei uns HSPler, muss man ganz klar sagen. Hochempathische HSP oder HSP-Menschen, ja, haben klare Defizite, die sie in ihrem Potenzial auch voranzugehen und Werte auch vorzugeben, die sie massiv abbremsen. Ja, ich habe komischerweise die letzten 2, 3 Jahre fast ausschließlich HSPler, also sowohl in der Praxis als auch, ihr wisst ja, ich mache ja viel über Telefon und über Videochat auch diese ganzen Coachings. Und da habe ich extrem viel, momentan extrem viel Ärzte, bestimmt 10, 15 Stück. Ich habe Anwälte, ich habe Lehrer, ich habe Komponisten, also ich habe viele Menschen auch, die erstens mal Multiplikatoren sind und zweitens unglaublich hell in der Birne sind. Also wo man wirklich eindeutig sagen muss, das sind HSPler, das sind, die denken weiter und die denken in sehr ethischen Strukturen. So, was aber jetzt auffällig ist, und das will ich euch mal in 4 Punkte zusammenfassen, weil ich möchte auch mal, dass du guckst, ob du auch dazu gehörst, beziehungsweise ob du Punkte findest, wo du ganz klar sagst, Mensch, wenn ich präsent sein will in der gesellschaftlichen Entwicklung, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, dann muss ich an diesen Punkten arbeiten. Ja? Also, das erste Phänomen ist schon mal, dass hier sehr auffällig ist, dass HSPler und Hochempathen absolut oft realitätsfremd sind. Sie leben in ihrer Puderzuckerwelt, ja, in ihrer, wie habe ich mal gesagt, Marshmallow, Eierkuchen, Luft- und Liebewelt und sagen, alle um mich herum müssen genauso denken und die haben alle eine hohe Ethik und sind alles liebe Menschen und mit denen müssen wir ganz friedvoll und immer ganz liebevoll diskutieren, weil irgendwann kommt doch die große Einsicht. Pustekuchen, sage ich euch, ja? Weil solche Menschen, wenn sie aus der narzisstisch oder gar psychopathischen Ecke kommen, die werden mit dir nicht diskutieren oder jemals Einsicht haben. Verstehst du? Da kannst du von Rosenberger dein gewaltfreie Kommunikationsübung machen bis zum Abwinken. Da kannst du sämtliche Modelle von Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun kennen. Es wird dir nichts helfen, weil ein Zurückhalten nur in der Kommunikation, ja, und nicht einfach auch mal auf den Putz hauen, wird von dieser Liga da drüben immer als Schwäche wahrgenommen und sie werden dann die Grenzen immer weiter zu deinen Ungunsten verschieben. Also hier müssen wir ganz klar anerkennen, es gibt die andere Position, es gibt das Komplementär und so wie es das Helle, das Lichtvolle, das Ethische gibt, so gibt es leider auch das Düstere, das Hochdestruktive und also ein System, das mit Lüge, Betrug und Täuschung arbeitet. Und da kannst du nicht kommunizieren und du wirst auch ums Verrecken, hätte ich jetzt fast gesagt, keine Kompromisse oder keine Annäherungen finden. So, der zweite Punkt, wo du mal bitte drauf guckst, ist, was hat es mit deiner Stärke und Stabilität auf sich? Guck mal, wenn du als Hochempath, als HSPler in deiner toxischen Konstellation Leuchtturm sein willst und vielleicht förderlich sein willst für die heutige Zeit, dann erwarte ich doch von dem Leuchtturm, oder? Dass er ein Fundament hat, dass er stabil ist und nicht wie ein Hundeschwanz vor sich hin wackelt. Und ich erwarte von dem, dass er mächtig und groß vor sich hinsteht, oder? Sonst wird er doch gar nicht gesehen. So, und jetzt haben wir bei vielen HSPlern das Problem, dass die schmächtig verunsichert sind, dass die klein denken. Klar, jetzt kann man sagen, naja, die haben ja oft auch dramatischen Erfahrungen und als Kind, als Jugendlicher schon waren sie schon immer ein bisschen anders. Wir haben oft auch Mobbing-Situationen bei Kindern ge gehabt oder dass sie in der Familie unterdrückt wurden. Das sollen jetzt das sind sicherlich keine Ausreden. Aber ich kann nicht auf dem Stand ewig bleiben, dass ich klein bin, dass ich Aschenputtel bin, dass ich mich ständig hinterfrage und ständig sage, ja, mea culpa, ich habe Schuld auf mich geladen, irgendwas stimmt an mir nicht und deswegen darf ich nicht groß sein und nicht stabil und nicht ein Fundament haben, was den anderen auch als zuversichtliches
Orientierungsmonument dient. Ja? Gut, was ist der dritte Punkt, der auffällig ist? Auch da schaust du mal bitte drauf. Viele HSPler und empathische Menschen haben wahnsinnige Probleme mit ihrer eigenen Ressource, mit ihrer eigenen Energie. Und das kannst du dir vielleicht auch schon ein bisschen denken, warum? Weil wir altruistisch veranlagt sind. Altruistisch heißt, ich will anderen helfen, ich will unterstützen, ich will konstruktiv sein, ich will dem großen Ganzen dienen. Und es ist ja alles schön und recht, weil es ist ja auch wichtig, dass ich aufbauend wirke. Aber wir müssen immer drauf gucken, dass wir nicht aus einem halbleeren Fass schöpfen. Ja? Kaskade oder Fülle entsteht immer nur dann, wenn dein Topf voll ist, wenn deine Tonne voll ist, dann kann ich auch was überfließen lassen und kann geben und nach draußen nehmen. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch immer erst zu forschen bei dir, wie stark oder wie hoch ist dein Energiegrad gerade. Ja? Ich muss zum Beispiel hier, wo ich jetzt hier die Katastrophe in meinem Haus hatte, ja, da habe ich jetzt einfach 2-3 Wochen, ich habe nichts mehr gemacht, weil ich kann nicht geben. Ich kann auch nicht ein guter psychologischer Berater sein in dem Moment, wenn andere Leute tiefe Sorgen und Kummer haben, wenn ich selber nicht in meiner Fülle bin. Versteht ihr? Und deswegen habe ich damals, wenn ihr euch erinnert, habe ich euch gebeten, das zu akzeptieren, dass ich jetzt erstmal ein paar Wochen in den Rückzug gehe. Ja? Also ganz wichtig, achte auf dein Energielevel und im Notfall sag Nein, wenn du gerade in einer Erschöpfungsphase bist. Soweit schon mal klar? Gut, dann letzter, vierter Punkt. Ja? Ein Leuchtturm, bleiben wir mal bei diesem Leuchtturm. Ja? Der muss doch an sich, das muss doch ein mutiges Kerlchen sein, oder? Der muss da in der Brandung sitzen, der muss dagegen angehen, der muss mutig, kämpferisch sein, aggressiv im Sinn von aggressere auf etwas zugehen können, ja, und nicht Füße kriegen und dann irgendwo, wenn die erste Woge kommt, mich da vom Acker machen, weil, oh Gott, da könnte ich ja umstürzen. Und das ist genau das Thema, was viele HSPler, also Hochsensible, nicht haben oder Hochempathen. Sie sind nicht unbedingt die mutigsten. Ja, das hat auch natürlich verschiedene Gründe. Ja, das hat damit auch zu tun, dass ich immer meine, die Liebe ist alles und ja, ich muss mich auch zurückhalten und ich muss vielleicht einen Ball flach halten und dann passiert mir auch nichts und so weiter. Aber Leute, es ist wichtig, wenn du Leuchtturm werden willst, musst du dich mit dieser auch Angst auseinandersetzen, dass du gegen was anstemmen musst. Ja? Wenn was unethisch ist oder unsauber läuft oder die Werte hochdestruktiv sind um dich, zerstörerisch, dann muss ich dagegen angehen können. Ja? Und das braucht Mut und nicht, dass ich das Gefühl habe, ja, ich muss alle zu Tode lieben und ich habe die Toleranz über alles und ich muss das alles tolerieren und ich muss nur vergeben und ich muss nur in der Liebe und in der Harmonie sein. Leute, das ist einseitig. Jedes Extrem ist nicht gesund. Wir müssen in die Mitte kommen, ja? In die Mitte heißt, dass ich sowohl lieben bin, aber auch durchaus ab und zu mal ein bisschen kämpferisch auch, ja? Gut, also das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, es ist wichtig, dass du auch manchmal, wie sage ich bei Klienten manchmal, die Jeanne d'Arc bist, die Johanna von Orléans, der auch vorausgeht, damit andere mutig werden. Ja? Gut, jetzt müssen wir natürlich zuletzt noch ein bisschen gucken, was können wir tun. Ihr kennt mich, ich möchte ja nicht nur Phänomene für euch in den Raum stellen, sondern wir brauchen Ansatzpunkte, was können wir tun? Ja, wie können wir uns von der Energie hochfahren, so dass wir als Visionär, als Vorangeher, als Kraftspender auch wirklich taugen. Und es fängt an, das ist grundlegend, dass ich erst
erst einmal lerne, auch groß zu denken. Wenn ich immer den Horizont einer Beutelratte habe, ja, dann kann ich nur in dieser kleinniedrigen Sequenz arbeiten und denken. Das heißt, ich muss groß denken, ich muss sagen, ich habe Werte zu vertreten, die wichtig sind, die konstruktiv sind, die gesellschaftlich gut sind, und das heißt dazu, dass ich dann auch sichtbar werden muss. Also ich muss üben, auch mal die Klappe aufzumachen. Ich muss üben, auch mal einen Schritt zu machen nach vorn und nicht sagen, oh, in meiner stillen Bescheidenheit, jetzt lassen wir erst mal die anderen, weil die sind viel besser als ich. Nee, du bist wichtig, also geh nach vorne, ja, und das kann man üben. Du musst nicht alles gleich an einem Tag erfinden, aber übe dran, in die erste Reihe vielleicht auch ab und zu mal zu gehen oder was zu sagen. Ja? So, das Zweite ist, wir müssen bleiben wir mal bei unserem lustigen Leuchtturm, wir müssen gegen Ängste angehen lernen. Ja? Wogen, Sturm, Wellengang hat immer mit Ängsten zu tun. Und deswegen kann ich bereits in meinem Alltag Kleines einbauen, wo ich sagen kann, ich kann mit der Angst üben. Du kannst doch wohl einmal am Tag dir die Frage stellen, wovor habe ich denn heute am meisten Schiss? Ja, wovor habe ich Angst? Ja, und dann tust du es einfach. Wenn du Angst vor einem Gespräch hast, Angst vor Menschen, Angst vor einer Aktivität, Angst vor einer Situation, dann probier es doch im Kleinen. Und mit jeder Welle, die du wie den Surfer genommen hast, wird die Angst vor Meer verschwinden. Ja? Guck mal, ich war doch früher auch der Totalschisser. Ich habe es euch doch auch schon mal gesagt in einem Video, dass ich die Klappe nicht aufgebracht habe, dass ich in der Schule, in der Unizeit so ein Kloß hatte mit Referaten. Ich habe dann auch angefangen, irgendwann ein Video zu machen, obwohl ich gesagt habe, das würde ich in 1000 Jahren nicht machen. Ich bin durch meine größte Angst gegangen, wo ich mit diesem komischen Tragschrauber, wo ich euch erzählt habe, wie hoch da durch die Lüfte geflogen bin, obwohl ich normal noch nicht mal von meinem kleinen Balkon runter gucken kann, der vielleicht 2-3 Meter vielleicht hoch ist, ja, weil ich absolute Höhenangst habe. Also bleib dran, es lohnt sich zu entdecken, wo sitzen deine Ängste, und mach kleine Mini-Baby-Schrittchen, dass du im Großen dann nach und nach die Angst verlierst. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Dritter Punkt, bitte, es hat vorhin mit der Fülle zu tun, du erinnerst dich, ja, mit dem Geben, dass du da vorsichtiger bist, dass du da wirklich in Zukunft aufpasst, wann helfe ich, wann funktioniere ich für andere, wann gebe ich, nämlich dann, wenn dein Gefäß voll ist und oben das wie so ein Rinnsal überläuft und du irgendwo eine Quelle hast, die aber deinen Becher speist. Ja, es ist wichtig, sonst erschöpfst du, sonst landest du irgendwo im Burnout, aber hast nicht das Licht da oben für diesen Turm, der dann Zuversicht oder Liebe oder Licht spenden soll. Ja? So, und vierter, letzter Punkt, Leute, ist, dass es wichtig ist, dass du kapierst, dass diese Dinge und Werte, für die du einstehst, ja, also die Liebe, die Fürsorge, das Tragende, die Verantwortung für Dinge übernehmen, dieses auch Barmherzige, lass mich mal dieses bisschen antiquierte Wort vernehmen, barmherzig sein, das heißt für die Loser sind, die leiden sind, die Defizite haben, dennoch eine Gabe zu haben, auch wenn keine Kohle dabei rausspringt oder irgendein Benefit für dich. Ja? Und diese Werte sind wichtig, dass sie nach vorne getragen werden. Ja? Weil wenn man das nicht jetzt langsam anfängt, dann kollabiert hier unser ganzes menschliches System, muss man ganz klar sagen. Und was mich ein bisschen ärgert, ist, dass es super, super gute Leute gibt, die sind momentan echt an der Front, ob das Umwelt ist, ob das gesellschaftlich ist, alles Mögliche. Und die verbrennen. Warum verbrennen sie? Weil die anderen ihren Bobbes nicht hochkriegen und sagen, ja, ich mach auch was Kleines, ich werde aktiv, ich tue was in meinem kleinen Mini-Bereich, damit die Welt ein kleines bisschen besser wird. Und da müssen wir aufpassen, weil es dauert nicht mehr lang und dann sind diese Koryphäen, die Spitzen sind, verbrannt und dann kommt nichts Neues nach. Ja? Und deswegen müssen wir den Hintern hochkriegen und schauen, wo kann ich im Kleinen, in meiner Umwelt, in meiner Familie, in meinem Dorf, in meiner Stadt etwas tun, was förderlich ist.
Ja, das ist soweit klar. Und jetzt habe ich euch noch mal so einen kleinen Text mitgebracht. Meine ganze Community, die ja immer eifrig liest, die hat es vielleicht gestern schon gelesen von euch. Übrigens, wenn euch meine Textchen oder Gedichte nerven, dann schreibt es ruhig auch in die Kommentare, dann lasse ich diese Textchen weg. Aber ich versuche halt immer diese Zustände oder auch das, was ich im Video sage, nochmal runter zu komprimieren, weil man oft in Bildern das schneller und besser und nachhaltiger kapiert. Ja? Also ich lese es euch mal vor. Pass auf. Empathische, hochsensible tragen in ihrem Herzen die Welt. So, jetzt ausgerechnet jetzt. Habe ich einen Hustenanfall? So, also sie tragen in ihrem Herzen die Welt. Also ist doch komisch, ne? Sie hüten die Blumen und die Gesänge, das Licht des Morgens und das Gebet. Ihre Hand schreibt Poesie und malt Bilder aus buntesten Gefühlen. Und doch fehlt ihnen oft der Wille, der Mut, der Kampfgeist, die Schätze zu hüten vor dem, was zerstören will. Sie denken oft klein von sich. Sie treten oft in den Schatten oder Hintergründe. Sie geben viel zu lange dem Vorrang, dessen Zeit schon längst abgelaufen ist, weil dieses die Schönheit zu hassen begann. Es ist Zeit, Melodien in das Schweigen zu schicken. Es ist Zeit, tanzende Sterne ins Dunkle zu schicken und tiefe Liebe in dürres Land. Es ist Zeit, die Bühne zu betreten und Könige und Königinnen zu krönen, die neben dem Schwert in der anderen Hand die Rose tragen. So, liebe Leute, in dem Sinne, ich hoffe, dass die Worte noch ein bisschen nachklingen. Ihr findet sie in den Texten auf Facebook oder hier auf YouTube in der Community. Wenn ihr Anliegen habt, die euch selbst angehen, persönliche Geschichten, ihr wisst ja, mal kurz antelefonieren und Termine machen. Ja, also nicht ganze Texte schreiben, ich kann die alle nicht mehr lesen. Und dann kann ich euch ja, kann man gucken, ob man irgendwelche Termine findet für psychologische Beratungen oder Coaching, wo man dann ganz individuell möglichst effizient an euren Themen bleibt. So, und dann brauche ich euch wieder ganz kräftig zum Teilen, zum Fingerchen, Daumen geben. Es hat damit zu tun, weil solche Videos inzwischen nur noch ein bisschen Reichweite kriegen, wenn sie geteilt werden. Also eigenständige Reichweite haben meine Videos plötzlich nicht mehr. Keine Ahnung, warum nicht. Also brauche ich ein bisschen eure Hilfe, eure Unterstützung und schickt vielleicht das Video auch den Menschen, wo ihr wisst, da ist ein Down oder die brauchen vielleicht ein paar aufmunternde Worte. Und so freue ich mich wieder auf euch nächste Woche. Ich weiß noch nicht, was für ein Thema ich nehme, weil ich habe einen ganzen Stoß von Ideen, die mir die Leute geschickt haben. Und ja, wir werden schon was Spannendes zusammenkriegen. Und so wünsche ich euch alles Liebe, eure Susanne Lorei.